Traditionell in der ersten Weihnachtswoche bringen wir den Weihnachtsbaum auf den Schlauchturm. Das ist eine der höchsten Gebäude hier. Das ist eine Nordmanntanne, 5,50 Meter. Und wir wollen damit nicht nur für die Berufsfeuerwehrleute ein kleines Zeichen setzen, sondern auch für die Bürger der Stadt, weil es weithin sichtbar ist.